Wir müssen, glaube ich, mal langsam zurück, André, das wird dunkel. Bevor wir nicht mehr nach Hause kommen. Wenn da die ganzen Viecher kommen. Mal wieder zwei Motoren. Scheiße, hat das Abbau mit dem T1-Drill immer so lange gedauert? Ja, es ist sehr nervig. So, wir haben schon mal wieder einen Kern drin. Survive the night. Macht mir jetzt auch gar nichts. Was war denn jetzt Survive the night? Keine Ahnung. Uff, habe ich jetzt und? Habe ich einen Wegpunkt auf die Basis. Wow, Dragas! Wow! Survival Games mit Zombies! Wie 99% aller nicht, Survival Games, die draußen sind. Nee, nicht Dragas, Chris. Chris, ja, ist dasselbe. Ich wundere es ja schon, dass jetzt Digimon in Ding gibt, hier in Ark. Oh, Atompilz. Mit der Aussage wäre ich jetzt ganz, ganz vorsichtig.
Ich kann mich immer verlaufen. Also ich kann mich schon verlaufen, trotz Navi, ey. Ja, ja. Rohre brauchen wir noch. Haben wir noch? Weiß ich nicht. Metall kommt. Wir brauchen hier, noch hier Blöcke wieder neue, ne? Ja, ich weiß. Alles kaputt. Wir brauchen auch mal das, Reparaturtool. Wir müssen ja erst reparieren. Haben wir aber nicht. Nein, haben wir nicht. Hat Olli noch eins? Tools. Multifunktionstool für Werkzeug T1. Na gut, die drei Punkte kann ich auch noch ausgeben. So, warte, ich komme erstmal zurück. Ich brauche einen T2-Bohrer, so geht das nicht. Jungs, da kommt eine Drohne über den Berg. Was soll ich machen? Könnte ich nur weglocken. Wollte ich gerade sagen, wir haben ja keine Waffe. Wo ist die Drohne? Ich hab da keine, ich sehe da keine Drohne. Ich kann auch gar nichts machen hier ohne Waffe. Komm einfach nach Hause, Olli, und helfe uns. Ganz einfach. Ja, hab ich. Komm nach Hause und helfe uns. Hab ich schon abgefangen. Wow. Warum machst du dann so eine Panik? Überhaupt irgendwas Waffe? Kann ich gar keine Waffe? Nein, kann ich nicht. Metallkomponenten. Keine Metallkomponenten.
Guck mal, L. Steht denn bei L? Licht! Taschenlampe! André, guck mal, L. Taschenlampe. Taschenlampe. Wow. La, 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 la. Oh, Ladung ist leer. Olli, wo bist du? Unser Held! Unser Held, wo bist du, unser Held? Seht ihr den Wegpunkt jetzt eigentlich auch? Welchen Wegpunkt? Ich hab ihn gemacht, ja. Guck mal, da kommt einer mit einem Motorbike angedüst. Ja. Ja, gefühlt den Block abbauen und neu zu setzen, ist, glaube ich, geht schneller als ihn zu reparieren. Ich glaube auch. Ich muss ja nur warten. Willst du mir noch rechtzeitig? Ja, das vergisst André öfters mal. Ja, Entschuldigung, das zum Glück lagen die Sachen noch da, die hätten auch schon alle despawn sein können. Ja, Gott sei Dank. Zum Glück. Damit hast du schon wieder Unsinn gebaut. Ich? Wieso ich? Ja, ich frag dich nur. Ja, hat Chris dir erzählt. Ja, ich krieg schon wieder schlimme Dinge über dich zu hören. Ja, ja, okay. Böse, böse. Du musst immer nett sein. Ich bin immer nett. Ich bin nett und freundlich. Ja, ich hoffe, du hast dich entschuldigt. Ich bin die Nettigkeit in Person. Was macht man nicht, David? Ich bin die Nettigkeit in Person. Weißt du doch. Ich kann an der Fliege was zu leide tun und so. Und Olli macht mir jetzt eine Waffe. So. Olli macht mir Munition fürs Pulsgewehr. Olli macht mir, ich will eine Waffe haben. Jungs, ganz ruhig. Wo ist das Pulsgewehr überhaupt? Was ist da bei dir schon wieder im Hintergrund, Alter? Alter, Olli. Staubsauger, jetzt auf den Sonntag. Um 3 Uhr nachmittags. Aber immer wollen wir eine Frage nicht beantworten. Wer hat denn also, das Pulsgewehr? Weiß nicht, ich habe kein Pulsgewehr. Aber wenn du mein Nachbar wärst, ne, und auf einen Sonntagmittag um 15 Uhr anfangen würdest zu saugen, ne, ich schwör's dir, ich würde rüberkommen, klingeln und die einfach eine die Fresse hauen. Und ich würde dir einfach eine die Fresse hauen. Ernsthaft. Ich hier drin. Ja, David, das heißt nicht, dass du das rausangeln sollst, ja. Nein, ich angle mir das nicht raus. Ich brauche nochmal Essen. Ich nehme hier den Veggie-Burger. Sowieso keiner. Ja, nimm das scheiß Gemüse. Oh, ich kann eine T2-Pistole bauen. Wow. Das wäre natürlich noch praktischer als ein Pulsgewehr. Ja. Und ein Raketenwerfer, hilft immer. So. Das alles. Da noch rein. Sehr gut. Jetzt muss das Ding erstmal eine Weile wieder laufen. Na schön, wenn du T2-Pistols machst, natürlich super. Ich stehe hier nur und singe und warte auf eine Waffe. Ich stehe hier in der Luft. André, guck mal, ich stehe hier in der Luft. Geil, ne? Ich bin das allmächtige Böse. Das stimmt, dass du das Böse bist. Ja, Notfall O2-Generator. Können wir doch auch noch mal ins Wasser stellen, oder nicht? Da wollen wir den nicht mehr rumschleppen. Das ist der Notfall O2-Generator, du Narr. Hallo, das ist der Notfall O2-Generator. Der macht nur diese kleinen Dinger. Ja, das stimmt. Lieber Gott, schick mir mal einen David, der mal gut und fit ist. Ich kenne ja einen.
Ja, dann nimm doch den, wenn er besser ist. Dann nimm dir den. Nimm mal die Pisslampe da weg. Eine Taschenlampe, Olli. Warum? Weil du eine Taschenlampe hast. Scheiß drauf. Wofür hat man denn noch die Taschenlampe dann? Guck mal L, Alter. Das frage ich mich auch. Wozu hat man dann noch die andere Taschenlampe? Dann hat man ja zwei Taschenlampen. So, was soll ich jetzt bauen? T2-Pistole oder was? Ja, die Pistole, Munition. Zwei Stück bitte. Achso, brauchen wir erst. Boah! Boah, Alter! Alter! Auf den Sonntagnachmittag! Ich sag nix, ich hab heute noch Tapete runtergeholt. Boah, das würde ich gar nicht machen. Im Spachtel so richtig so. Boah. Da seid ihr meine Nachbarn ernsthaft, ich hätte euch hier schon längst erschossen. Ja, unsere Nachbarn sind noch schlimmer. Warum? Deswegen sagen wir ja nichts. Warum? Warum sind die schlimmer? Ja, weil hier pünktlich um 9 Uhr morgens die Disco angeht. Ja, das dagegen darf man ja aber auch nichts sagen um 9 Uhr morgens. Ja, das geht aber bis abends 22 Uhr und länger. Ja, das ist dann nachher eine andere Sache. Wenn es zwar 22 Uhr geht, Alter. Um die Zeit trinken andere Leute Kaffee und Kuchen und wollen da ihre Ruhe haben. Alle andere fangen an, Staub zu saugen. Wahnsinn. Ja, und ich fang mal an, hier die Sachmaterialien für deinen S-Bau Mini-Miner zusammenzukratzen. Aber bitte passend nur. Irgendjemand sagte eben was vom Multitool. Ja, später. Nee, ich hab eins in der Tasche, braucht ihr das jetzt? Nee, hab ich schon repariert. Hab mir eins gebaut. Ich glaube, André hatte eins schon gebaut, ne? Da war ja alles zerbombt, ist ja jetzt alles wieder in Ordnung. Oh. Problem ist, mein ganzes Essen ist weg, mein ganzes Essen. Alles, bei mir auch, alles ist weg. Meine ganzen Rationen. Ja, Ration und Munition und alles. Ich hab die gefunden, hier liegen noch drei Stück bei mir dran. Selbst mein T2-Scharfschütze-Gewehr ist weg. Schade. Ja. Ja, Olli baut ja jetzt halt. Da baut ja jetzt das Schiffchen und da können wir gleich schön in Ruhe ein bisschen Eisen farmen. Ja, jetzt brauche ich erstmal wieder Bohrerladungen da. Oh ja, Biokraftstoff. Bist du Olli da ja auch noch im Konstruktor, was ich drin haben oder nicht? Biokraftstoff? Nein. Aber ja, Algen? Ich kann aber was reinlegen. Ja, Algen hast du da doch gehabt oder nicht? Warte, ich habe fünf Kanister reingelegt. Algen haben wir auch noch. Ja, siehst du. Oder, ja, nee, du brauchst nur erstmal den verbesserten Konstruktor für die T2-Sachen, ne? Ja. Da waren wir Level 12 haben oder so. So, T2-Pistole können wir bauen. Warum können wir? Soll ich erstmal zwei Stück bauen oder was? Ja, bitte. So. Ja, und wie gesagt, such dir mal die Sachen passend zusammen für den SV Mini Miner. Nee, kann ich den T2-Drill bauen jetzt? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Nein, für den. Da brauchen wir eine Advanced CPU. Ja, und dafür brauchen wir auch den verbesserten Konstruktor, den Stufe 2 Konstruktor. Genau. Nein. Den T2-Drill kann ich hier bauen. Echt? Mir fehlt nur die Advanced CPU. Okay. Dann. Muss eine Basis erobern und gucken, vielleicht findest du eine. Ja, dann muss er eine Basis erobern. Da steht mal drüber drum. Basis erobern, der war lustig. Advanced CPU, wo kriegt man die raus? Wenn man irgendwas abbaut? Ich glaube aus dem Kern unter anderem. Gibt man welche raus aus elektronischen Sachen? Generator glaube ich auch, ich weiß es jetzt nicht mehr. Weil auf dem Weg zum Eisen, da ist noch diese eine Forschungsbasis. Wenn ich da ein bisschen was abbaue, dann könnte doch einer droppen, ne? Ich glaube aus den großen Generatoren kommen die. Ja, da hinten ist auch noch eine Basis. Das sind sogar zwei, das ist auch der Drohnenbasis. Ja, diese Supply Station ist doch da hinten wieder Richtung Westen. Ja, stimmt, die Supply Station ist da ja auch noch, stimmt. Die ist doch total easy, da ist ja nichts mehr drin, da haben wir schon alles erledigt. Da ist ja auch nichts. Aber ohne Waffe mache ich keinen Meter. Ohne Waffe gehe ich keinen Schritt. Ja, ich warte auch auf Waffen und dann wird eigentlich so eine schöne große Plattform bauen. Ja. Mauer drumrum. Ja. Und fertig.
und in den Ecken jeweils einen Turm mit einem Geschütz drauf und dann fertig. Hey, das ist natürlich auch einfach gestrickt, ne? Es ist auch nur eine Bodenbasis. Ich kann die Weltraumbasis schöner machen. Der Recht ist ja ein Weltraumspiel. Momentan reicht funktionabel. Ist ja ein Weltraumspiel, hast ja recht. Ich baue kein großes Raumschiff mehr auf dem Planeten. Das die Pistolen sind fertig. Ja, nee, große. Munition müssen wir noch machen, ne? Ja, große Schiffe auf dem Planeten ist ja aber recht nervig, muss man auch sagen. Ja, normale brauchen wir was? Magnesium-Metallstücke. Warte, ich nehme ein paar Metallstücke in Auftrag, dann geht das schneller. Ich weiß nicht, hier ist in dem einen noch Magnesium. Ja, ist gerade dabei. Gerade dabei, Magnesium durchzuhauen. Ja, Eisen kann ich schon. Ja, hier sind auch noch jede Menge Magnesium drin, so ist das nicht. Ja. Stay the night. Und da müssen wir auch noch, brauche ich noch ein paar Ladungen für das Abbautool. Und dann kann ich da hinten und Motorrad, dann kann ich da hinten hinfahren und das Ding da komplett abbauen. Ja. Ja, sonst. Ja, ich weiß nicht, sonst sind doch und einer gleich das Motorrad und wenn Olli dann sein Ding da fertig hat, das Schiffchen fertig hat, dann. Einer das Schiffchen oder zwei könnten da glaube ich mitfliegen, ne? In dem Taxi? Da können zwei mitfliegen, ja. Da kann zwei mitfliegen, ja. Wer siehst du? Aber dauert halt 12 Minuten. Ja, die 12 Minuten kriegen wir jetzt auch noch irgendwie rum. Wenn Olli anfängt zu bauen, weiß ja nicht, ob er schon alles zusammengekratzt hat. Olli fängt noch. Okay. Theoretisch müsste alles im großen Konstruktor passend drin liegen. Wow. Was denn? Irgendjemand hat da wieder geschrien. Ja, ich bin hier, fällt ein Block runter, tust dir schon weh. Das ist ein bisschen hart krass jetzt inzwischen geworden. Olli, ich hab dir voll in den Kopf geschossen, du bist jetzt tot. Interessiert den Olli doch nicht. Nicht? Ich bin lebend und Gehirnspender, sowas stört mich nicht. Das Problem mit dem Material, mit unseren Sachen verlieren, hat uns natürlich jetzt um einiges zurückgeworfen. Ja, das stimmt. Weil wir so mal wagemutig waren und in der Nähe von zwei Basen. Ja. Ist ja auch doof, dass die Drohnenbasis direkt eine Basis daneben stehen hat. Ja. Echt fies. Das stimmt. Und genau dazwischen stellen wir mal das Dorf, damit so zwei Deppen, wie wir da reinrennen, versuchen ins Village zu kommen und nicht merken, dass da zwei Dinger stehen, die auf einen schießen. Ja, dabei wollten wir noch freundliche Village People sein. Ah. Das war ganz ehrlich, was für ein Raumschiff muss man bauen, um die Dinger noch kaputt zu schießen? Oha. Und dann mittlerweile nur noch mit ranbuddeln da rein, oder? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, was man bauen. Wir bauen uns einen Bohrer, so einen HV-Bohrer, buddeln uns rein und fahren dann unten drunter rein. Oh ja, das können wir machen, ja. Eine Tunnelbohrmaschine. Oh ja, das können wir machen. Das wäre eine Idee. Ja, Artilleriegeschütz, ja. Da gibt's aber nicht nur eins von. Das haben ja, keine Ahnung, 4 Stück und dann nochmal 5 Raketenlauncher und 100 Aliens und 300 Gatling. Ach, keine Ahnung, das ist ja eine Festung, ist das ja. Eine Festung des Grauens und davon gleich 2 Stück. Waffe und Waffe auf Geschütze stellen, ja. Geht das mittlerweile, ja? Weiß ich nicht. Olli, was machst du jetzt im Konstruktor da? Das Zeug raussortieren. Achso, okay. Das Problem war ja manchmal, früher gab es das Problem, dass die Geschütze von dem HV überall hingeschossen haben, nur nicht auf die Geschütze. Okay. Na, war doch so, ne? Ich glaube ja. Die konnte man, glaube ich, nicht richtig einstellen. Irgendwas war da.
So, in knapp 12 Minuten haben wir den Miniminer. Guck mal, wir haben eine große Kiste hier hingestellt. Hey, Kiste. Oh, da passt auch mehr rein hier hin. Guck mal, hier hinter dem Ding hier. Jetzt können wir schöne Sachen bauen, ey. Guck dir da an. Cargo Box 3. Boah, da passt aber wirklich eine Menge rein. Schicki, schicki, bau gleich eine zweite. So, warte ich jetzt die 12 Minuten oder fahr ich? Boing. Ich weiß ja nicht, was du machst. Also ich würde sagen, bleib mal hier. Ich warte. Achso, der Nabel. Entschuldigung, ich hatte nochmal Munition für mich aufgesetzt. Ich wollte gerade Magnesium reinlegen, deswegen. Ja, 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 er lebt noch. Er lebt noch. Ich brauche Medikits. Ja, da brauchen wir Aloe Vera. Hatte ich welches, aber bin ich ja gestorben. Hier sind noch 11 Bandagen drin. Echt? Okay. Ich hatte gerade noch welche gemacht, weil ich noch Aloe mitgebracht hatte. Das ist schon mal gut. Nimm ich mir mal 4 Stück. Mir auch mal 4 Stück weg. Und pack den ganzen Scheiß auch schon mal in eine Kiste. Bei der anderen Konstruktor, der da steht, da links hier, ist nur noch Erz drin. Ja, den kannst du für Erz stehen lassen, oder? Ja, der bleibt auch stehen für Erz. Ja, ich hatte meinen ja nur hingestellt, damit ich den Scheiß aus dem Inventar loswerde. Ich finde die neuen Kisten irgendwie toll. Die sind ja Multisort, ne? Ja, das scheint jetzt alles mehrfach zu sein, ja. Ziemlich. Ach, die hast du einfach nur nebeneinander gestellt, oder was? Nein, das ist, wenn du rechts klickst, hast du wie bei den Blöcken verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ja, richtig. Okay, ich dachte, aber Olli was erzählt von Multiblock gerade. Ja, wie heißen die sonst? Blöcke. Sachbox-Block. Das ist schon ganz cool jetzt. Aber du weißt, was ich meine. Ja, wir wissen, was du meinst. Wir wissen, was du meinst. Das wissen wir. Ja, hier läuft noch. Magnesium ist nicht mehr viel, ist bald durch. Schotter, können wir wieder mit Zementblöcken arbeiten. Ist vielleicht billiger, als die ganze Zeit Stahl zu nehmen. Was brauchen wir denn nochmal alles für Betonblöcke? Ich weiß jetzt gar nicht. Beton brauchen wir. Brauchen wir Zement. Für Zement brauchen wir wieder Wasser. Da müssen wir wieder